Sag einmal, Ferl, was schläfst denn du da an? Naja, ich hab's dir gesagt, es ist bei uns noch nicht weihnachtlich genug. Drum hab ich was bastelt. Was bastelt? Na, eine Weihnachtskrippe. Wo soll man's hinstellen? Ah, da ein Fensterbrettel vielleicht. Ferl, das Jesulein wurde in einem Stall geboren. Nicht in einer Bierkiste. Das war das einzige Bastelmaterial, das ich zu Hause gehabt hab. So, stör mich nicht. Jetzt muss ich das auch noch richtig aufstellen. Also, das sind Maria und Josef. Aha, und wer ist wer? Die zwei Bierflaschen schauen völlig gleich aus. Gebitte, lies halt, Obergescheiter. Das eine ist ein 0, Josef. Na bitte. Ja, aber das andere ist ein Franziskaner. Na eben, das ist die Maria, weil Franziskaner. Ah ja. Kreativ. Sudele, was haben wir da noch? Ah ja, 4 Bockbier. Die kehren da außen her, weil das ist die Schafsherden. Und da stellen wir auch noch 2 Hirte dazu, zum Aufpassen. Da schon her, da hast du noch eine Flaschen Radler. Danke, genau. Den Radler stellen wir da her, der ist damals zufällig vorbeigefahren. Was haben wir noch? Da ist ein kleines Flascherl. Das ist aber gar kein Bier. Das ist Strohrum. Ja, das ist das Jesuskindl. Der liegt da in der Mitte, im Strohrum. So, und da kommen da jetzt nur die letzten 3 Flaschen her. Wer bitte soll das sein? Na wer wohl? Die 3 Weizen aus dem Morgenland. Verzweifelte Hausmänner. Die Kultserie der Ö3 Wecker Productions.